schwimmert und sich fühlen wie mit 13. Und es ist einer dieser. Ich verbinde mit Hessen eigentlich eine ganze Menge Dinge. So, zum einen wohne ich halt hier, eigentlich seitdem ich denken kann, ich plane auf jeden Fall nicht, irgendwie wegzuziehen. Des Weiteren ist natürlich meine große Fußballliebe, die Eintracht, als hessischer oder als Frankfurter Verein, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil von meinem Leben. Ich finde einfach, dass, sag ich mal, so ein typischer Hesse ist für mich auch auf jeden Fall eine treue Seele. So. Das ist die meisten meiner Freunde, die ich hier habe, habe ich schon unglaublich lange und die werde ich auf jeden Fall so schnell auch nicht mehr verlieren. Und ich schätze, dass das auch so ein bisschen was damit einfach damit zusammenhängt, dass man halt, wenn man hier mit was, mit Herz dabei ist, dass das dann halt auch so bleibt, so einfach getreu diesem Sprichwort, alte Liebe rostet nicht. Also ich muss sagen, ich kenne mich in Hessen gar nicht so gut aus. Ich hatte hier mal einen Freund, der kam aus Erbach. Ansonsten freue ich mich mega hier zu sein. Ich feiere auch Frankfurt, ich feiere auch die Rapper aus Frankfurt und freue mich, dass ich heute beim Hessentag einen richtig coolen Auftritt hinlegen werde, auf jeden Fall. Mein Freund, der Asiate, auch. Und, ja, ich bin sehr gespannt. Wir sind zum ersten Mal auf dem Hessentag. Und ja, wir freuen uns. Das allererste Mal auf dem Hessentag war ich, war da 13. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Das wird so 2001 rum gewesen sein. Irgendwas in die Richtung. Da war auf jeden Fall ein Curse-Kick in Itzstein auf dem Hessentag. Da war ich irgendwie mit meinem Patencousin gewesen. So. Und für mich war das halt als 13-Jähriger übergeil so, weil ich das erste Mal, sag ich mal, auf einem Konzert konnte. Ich war damals großer Curse-Fan.